Als vor vielen Jahren ein Schiff im Meer versank, sind zwei Geschwister die Überlebenden. Sebastian wird vom ehemaligen General Antonio gerettet, der ihn im Meer sieht als nur einen Freund. Eine weiße Weste hat er allerdings nicht. Etwas weiter entfernt hilft ein Seemann Viola aus dem Wasser. Sie verkleidet sich als Mann, um am Hof des Grafen Orsino zu dienen. Dieser schickt sie an den Hof von Gräfin Olivia, in die er unsterblich verliebt ist. Dort herrscht ein buntes Treiben. Ein Narr bespaßt die Gesellschaft, nicht ohne Preis, und die Dienstmädchen und zwei besoffene Ritter machen sich einen Spaß aus dem hochnäsigen Bediensteten Malvolio. Als sie endlich bei Olivia ankommt, um ihr Orsinos Botschaft der Liebe zu überbringen, verliebt diese sich augenblicklich in die verkleidete Viola. Wie sich das alles auflöst und wer am Ende wen bekommt, das seht ihr am 29. und 30. Juni sowie am 2. und 4. Juli im Musikpavillon im Hain.